Ich weiß nicht, ob man das jetzt so genau sieht, aber ich habe Gänsehaut. Jetzt geht es gerade wieder ein bisschen zurück, aber ich habe echt Gänsehaut einfach. Das ist so krank, Mann. Und die Folie einfach Top-Zustand. Also 80, 85 mindestens. Mindestens bevor ja. Mindestens. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video meinerseits auf diesem Kanal. Heute wieder um das Thema VGAs und heute habe ich ein richtig, richtig besonderes Paket bekommen. Wir haben tatsächlich schon Freitag, eigentlich sollte es morgen sogar erst kommen. Und zwar habe ich hier ein Paket. Also das Paket habe ich jetzt schon ausgepackt, aber die Spiele habe ich noch nicht ausgepackt. Es handelt sich um zwei Spiele. Und für diese zwei Spiele habe ich erstens, also für das eine zumindest, habe ich erstens schon mal ziemlich lange gesucht und richtig viel bezahlt, also wirklich viel. Nämlich sage und schreibe 1.000 Euro. Ihr könnt jetzt sagen oder meinen, es ist zu viel. Finde ich allerdings nicht, da dieses Spiel wirklich so verdammt selten ist zu finden und auch noch in dem Zustand vor allen Dingen, bin ich froh, das überhaupt so günstig geschossen zu haben. Man muss halt auch natürlich auch dazu sagen, es sind halt zwei Spiele auch. Er hat es leider nicht einzeln verkauft. Und dann werde ich mal das gute Ding jetzt auspacken. Wirklich doppelt und dreifach eingepackt hier. Ist aber auch gut so. Ich will mich nicht beschweren. Und da ist es auch schon. Ich freue mich gerade wirklich tierisch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Ich zitter auch schon so ein bisschen. Also es geht. Aber ein Teil von mir hatte echt Befürchtung, dass er mich abziehen will. Und zwar haben wir hier im Doppelpack vom Händler versiegelt, also wir haben die ganzen Spiele auch nochmal so einzeln, haben wir hier GTA 1 und GTA 2 in der PAL-Version und auf Französisch muss man dazu sagen, aber einfach mal original verpackt und verschweißt und damals vom Händler als Doppelpack verkauft. Das heißt, der hat auch nochmal eine Vorjährung gemacht, was dazu halt geführt hat, dass die Spiele innen drinne komplett unbeschädigt sind. Und ich würde sagen, wir machen jetzt die Händlerhülle mal ab und schauen uns die Spiele nochmal genauer an. Da werde ich jetzt auch nicht mit dem Messer rangehen, sondern versuche es halt wirklich mit den Fingern irgendwie aufzukriegen. Oh. Ich muss mir mal vorstellen, wie alt die Luft drinne ist, die ich hier gerade aufmache, ey. Wie gesagt, keine Angst, es ist nicht die CD-Folie, es ist nur die Doppelpackfolie vom Händler nochmal extra verschweißt. Da ich die Spiele nicht doppelt einschicken, also halt so zweit einschicken will, muss ich es quasi aufmachen. Natürlich so vorsichtig, nur irgendwie möglich. Oh. Hier einmal GTA 2, das habe ich ja bereits schon. Und hier haben wir, was ich eigentlich unbedingt haben wollte, GTA 1. Aus dem Release ja sogar. Von 1997. Das muss ich euch einfach mal vorstellen. Dieses Spiel, wie ich es jetzt hier in den Händen halte, ist 23 Jahre alt. 24, wenn man sagt, man nimmt die mit das Jahr noch. Einfach 24 Jahre. Ist gerade einfach zu real, dass ich das in den Händen halte. Halt auch wirklich noch mit der PlayStation-Banderole herum. Hier auch das Sicherheitsbuch. Das wäre es jetzt gewesen. Hier auch das Sicherheitssiegel. Ihr müsst euch das auch einfach mal vorstellen, für dieses Spiel habe ich jetzt Pi mal Daumen 1000 Euro ausgegeben, kann man sagen, auch wenn wir GTA 2 dabei haben. GTA 2 könnte ich, wenn ich es verkaufen würde, ich denke mal so für 200 bis 400 Euro verkaufen, einzeln, so wie es jetzt da liegt. Und wenn ich dieses Spiel graden lasse und zurückbekomme in der VGA, je nachdem, was für ein Ranking es bekommt, also
ich sag mal so, Montana Black hat in seinem Video von 15.000 Euro geredet, also 17.500 Dollar. Ich sag erstmal 15.000 Euro. Würde ich mich schon mit anschließen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also 10.000 würde ich mindestens dafür verlangen wollen. Aber ich würde mich selber schlagen, wenn ich das verkaufen würde. Auf keinen Fall. Und ich finde das einfach so genial, dass ich das jetzt in meiner Sammlung haben kann. Wirklich, ich habe, ich weiß nicht, ob man das jetzt so genau sieht, aber ich habe Gänsehaut. Jetzt geht es gerade wieder ein bisschen zurück, aber ich habe echt Gänsehaut einfach. Das ist so krank, Mann. Und die Folie einfach Top-Zustand, also 80, 85 mindestens, mindestens bei VGA, mindestens. Ich habe das Spiel einzeln auch für 700 Euro gesehen bei eBay. Habe das aber leider erst gefunden, nachdem ich das hier schon gekauft habe. Und hier habe ich ja wie gesagt GTA 2 noch mit dabei. Und scheiß drauf, dass es die französische Version ist. Alles klar, Leute, das soll es schon mit dem Video gewesen sein. Nur eine kurze Info, was ich jetzt wunderschönes in meiner Sammlung habe. Ich werde mir das Spiel jetzt noch ein paar Minuten angucken und dann, denke ich mal, hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein. Ciao.